Hallöchen, liebe Schrauberfreunde, Sebastian hier von Deathmar Models. Ja, willkommen zu einer neuen Folge für unseren tollen LKW, dem LF13. Ja, es ist mal endlich wieder Post gekommen, nach mehreren Wochen. Und ich kann euch sagen, diese Monatslieferung hat es in sich. Also sie hat es in dem Sinne in sich, dass ich zum einen die Zeitung nicht im Paket hatte, dafür aber hier so einen tollen Ordner. Aber keine Sorge, die lasse ich mir nachliefern. Die sind halt zurzeit nur vergriffen, deswegen waren wahrscheinlich keine dabei. Genau, wir bekommen nämlich hier vorne die Fahrerkanzel. Aber dazu später mehr, wenn es soweit ist. Wir werden uns heute um den Kühler kümmern und werden den anschließend noch hier schön vorne vor dem Propeller aus den letzten Videos hier noch am Auto befestigen. Also, ich würde euch sagen, lasst gerne ein Abo da. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen und damit dürft ihr rantreten und mir über die Finger klotzen. Okay, so als erstes setzen wir den Lüfter zusammen. Den Kühler. So, mal gucken, wie rum das hier drauf kommt. Aber passend tut es nur in die Richtung. Man sieht es aber auch wieder unheimlich gut. Also, Hachette, ihr müsst echt mal was mit euren Anleitungen machen. Oder die Teile nicht in schwarz liefern, sondern in einer anderen Farbe, dass man das auf dem weißen Untergrund auf euren Fotos nämlich besser sieht. So, dann haben wir, genau, wir brauchen zwei Stück AP-Schrauben. Und machen die hier oben rein. So, da haben wir es eingeschraubt. Dann sollen wir jetzt den Rahmen nehmen. Okay, das Teil hier hat hier so einen Bogen und hier eine Lasche. Und der Bogen soll hier Richtung dem flachen Teil liegen. Aber so passt es auch gar nicht drauf. Passt doch nur so rum drauf. Ja, okay, auf dem nächsten Bild ist es dann auch wieder so richtig. Alles klar, so, dann sollen wir, ich muss eben wieder runterscrollen. Wir brauchen wieder zwei AP-Schrauben. Und sollen den Rahmen jetzt hier oben die zwei erstmal festmachen. So, als nächstes drehen wir das jetzt, wir lassen es jetzt gerade so und sollen uns jetzt den Tank hier nehmen. Jetzt ist nur die Frage, okay, man soll den so hier ranführen, dass die zwei Laschen da hier drunter passen. Ja gut, in die Richtung passt nie. Also es ist so rum richtig mit den drei Löchern nach oben. Setzt man das jetzt hier drauf und machen das jetzt hier einmal, zweimal mit KP-Schrauben fest.
Okay, halt. So, wir sollen uns als nächstes das Ventil nehmen. Und dieses Ventil hat hier so einen Bibus drauf. Den müssen wir aber eben noch ein bisschen freischneiden, dass hier nachher gleich der Schlauch drauf passt. So, und den stecken wir jetzt hier drauf. Und sollen das Ganze jetzt hier drauf stecken. Ja, kann das richtig sein? Nee. Hier soll es rein. So, man soll das Schlauchende jetzt hier durchführen. Dann außen lang und dann ist hier so eine Führung dran. Da muss der Schlauch durch. So. Okay. Und dann nimmt die da noch das Teil hier. Hier vorne aufgesteckt. So, jetzt beginnt der nächste knifflige Spaß und zwar nehmen wir das erstmal runter. Und wir müssen jetzt diesen Kühler hier einsetzen. Der hat jetzt hier unten zwei so eine dicke Metallfüße und wir haben hier im Gestänge haben wir hier so zwei größere Löcher, da müssen die Pins rein. Und parallel haben wir noch dieses Blech hier. Das müssen wir noch hier unter den Motorblock führen. Der ist dann hier quasi so ein bisschen unterhalb und hinter den ganzen Riemen und Sachen da das entsprechende Schraubloch. So, also ich probiere jetzt einmal hier mit der rechten Hand den Motorblock ein Stück anzuheben und versuche das Ganze so hier drunter zu hebeln. Was aber wahrscheinlich beim Versuch auch bleiben wird. Doch, jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin. Boah, der Propeller, der klebt aber schon förmlich hier am Gitter drin. Also vom Freistehend ist da nichts mehr. So, jetzt müssen wir das Ganze einmal so auf die Seite kippen. Und von unten 3 PM-Schrauben noch anbringen. Und zwar an den 3 Stellen, die ich eben genannt habe. Zweimal die Füße und diese eine Lasche zum Motorblock. Okay, schauen wir mal.
Schon mal Schraubendreher vorbereiten. Na, der ist etwas latschig. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie man das hinbekommt, ohne dem Kollegen Schaden zuzufügen. Okay, das geht. So, und jetzt haben wir, wie gesagt, scheiße, mit dem komme ich da gar nicht rein. Wir haben jetzt einmal hier und 1, 2 Schraublöcher da. Wo wir das Ganze hier am Modell festmachen. Ja, Lieben, das war's auch schon wieder für die heutige Folge. Langsam, aber sicher nimmt das Ding hier auch mal die Form eines LKWs an. Wir haben jetzt hier den Kühler eingesetzt und ja, also einmal zusammengesetzt. Dann haben wir hier so eine Leitung dran gebaut, ein Ventil und das Ganze dann am Ende am LKW selbst festgemacht, beziehungsweise eine Schraube in den unteren Getriebedeckel eingesetzt, dass das hier schön festsitzt, ne? Und gleichermaßen hat der Motorblock oder die Motoreinheit natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Halt. Das war ja vorher nur mit einer Schraube festgemacht. Und jetzt hat es durch die Verschraubung mit dem Kühler und Kühler zum Gestell dann noch mal ein bisschen mehr Halt, ne? So, in der nächsten Ausgabe geht es dann um die zweite Verschlussstange für unseren Kastenaufbau. Und ja, würde ich euch natürlich wieder herzlich begrüßen. Bis dahin, viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal. Ade.